hier ist wieder Papa Noob. Und ich habe noch gerade überlegt, wo in drei Teufelsnamen ich eigentlich hängen geblieben bin, aber offensichtlich auf diesem frisch aktivierten Turm. So, mal sehen, wo könnten wir als nächstes hingehen? Da drüben, das Schloss sieht mir sehr gefährlich aus. Schloss Hyrule, ganz offensichtlich, das lassen wir mal gepflegt bleiben. Ach ja, was haben wir denn hier? Ui, Schaukel. Da unten haben wir ein übelst gefährliches Lager. Naja, da schweben wir galant drüber. Jetzt gucken wir mal noch ganz schnell auf die Karte, um herauszufinden, was haben wir denn überhaupt? Okay. Die rote Markierung war ein Turm, das weiß ich noch, das weiß ich noch. So, jetzt gucken wir mal nach unten. Ich würde gerne in dieses Feld hier, um da die Karte zu vervollständigen. Mal gucken. Sehen wir hier einen Turm? Wir sehen vor allem Regen. Juhu, auch mal wieder. Ach, Kinnings, das nervt. Ach, guck mal da, da steht doch ein Turm. Ist das eventuell der Turm, wo ich hin will? Völlig egal. Wir gehen jetzt einfach los. Legen mal ganz schnell alles elektrische. Ja, nee, ist klar. Ich hab gerade an den Elektrostab gedacht. Wir legen mal... Moment, das regnet ja, brauche ich den auch nicht. So, wir rüsten mal den Kerl hier aus. Dann nehmen wir den Bogen da. Der scheint auch aus Holz zu sein, damit ungefährlich. Und diesen Schild. Ja, genau. So, alles aus Metall ablegen, sonst erschlägt uns der Blitz. So, und jetzt sehen wir zu, dass wir darüber zu diesem Schrein kommen. Alter. What the hell? Das hat direkt über uns eingeschlagen, würde ich sagen. Also, nischt viel weg hier. Ja, das war dieses Lager, das wir mit Ninja-Taktik überwunden haben. Na Gott, man muss zugeben, da sind wir echt sauber durchgekommen. So, ja, ich sehe mal rein überhaupt gar nichts. Da unten leuchtet irgendwas. Ach, ganz ehrlich, Leute, das soll Tag sein. Und es ist stockdunkel, ich hasse das. Wow. Hoffentlich trifft uns der Blitz nicht in der Luft. Und außerdem brauche ich jetzt irgendeinen Landeplatz. Ich sehe nämlich überhaupt gar nichts mehr. Ja. Ah, gut. Ich glaube, das war sauber gelandet. So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier runterkommen. Puh. Und da steht noch unser lieber Freund Maronus. Ah ja, und hier scheint die Sonne. Kann mir das mal einer erklären? Ich war gerade eben da oben. Es war das größte Schietwetter überhaupt. Naja, wir wollen uns nicht beschweren. Weil es geht ja voran. Hi, Dicker. Hast du noch was für mich? Ich wollte in den Wald der Crocs zurückkehren, aber ich habe mich verlaufen. Alter, du bist echt dämlich. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass hier die Grenze zwischen Eldin und dem Wald von Hyrule verläuft. Ja und? Oho, das kann nur bedeuten, dass der Wald der Crocs ganz in der Nähe ist. Oho, oder? Doch da ich schon mal hier bin, könnte ich auch ein Weilchen ausspannen. Ah, warte mal. Ohohoho. Du hast keine Crocsamen dabei, oder? Komm schon. Suche bei den Kindern des Waldes Crocsamen, dann vergrößere ich eine deiner Taschen wie letztes Mal. Weißt du noch, wie viel Spaß das gemacht hat? Habe ich keine Crocsamen? Nup, 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 nup. Oh, anscheinend nicht. Ach, pfeif drauf. Aber da jetzt wieder anständiges Wetter ist, rüste ich gleich mal wieder zurück auf anständige Bewaffnung. Zack, zack. Ein schnelles, einigermaßen starkes Schwert. Na gut, Bogen ist eigentlich wurscht. Schild. Ja, eigentlich auch wurscht. Benutze ich sowieso nie. Naja. Wie geht das überhaupt mit dem Schild? So glaube ich, gell? Ja. Nur was bringt mir das? Ach, werden wir sehen. So, da hinten ist ein Turm. Der sieht interessant aus. Von der Uhrzeit her ist es schon wieder fast zu spät, würde ich sagen. Oh Mann, ich habe echt keine Kondition.
man kommt bei dieser ersten Erkundung wirklich langsam voran. Also ich glaube, wenn man mal irgendwann. Was ist das hier? So, na. Trottel. Na, Mädel, wieder fit? Ah, mein Kopf schmerzt immer noch. Ich hätte nie herkommen sollen. Dann bleib doch im Arsch zu Hause. Bleib doch einfach zu Hause, wollte ich sagen. Ich schaue mir gern einfach so den Fluss an. Wenn man sieht, wie der Fluss so dahin fließt, kann man sich kaum vorstellen, dass es die Verheerung gab. Aber dann kamen die Monster, ich gehe wohl besser zurück zum Stall. Jo, macht Sinn. Was? Nee, ich will doch gar nicht mit dir reden. Exalbumerang. Was habe ich denn für Waffen, die ich eventuell entsorgen könnte? Mal gucken. Was ist denn 14? Es kann bei Bedarf wie ein Bumerang geworfen werden. Eigentümlich gebogenes Schwert. Bla bla. Nehmen wir mal mit. Da steht nämlich nicht dabei, dass es so schnell kaputt geht. Und beim bei dem anderen Teil stand das dabei. Bei dem Kopfsammler. Kopfsammler. Wenn ich jetzt unterwegs noch genug Krogsamen finden würde, könnte ich vielleicht meine Taschen noch ein bisschen verbessern. Auf der anderen Seite dauert das ja alles immer ewig. Und ich will ja auch mal irgendwann vorankommen hier. Und ich glaube, dieser Schrein da hinten könnte höchst interessant werden. Also versuchen wir doch mal zuerst dahin zu kommen. Ah, wann ist der? So schlaff. Gucken wir uns die Sache mal von oben an. So, ein Schrein auf einem Berg. Sehe ich da ein Problem? Eigentlich ja nicht, oder? Aber irgendwas ist da mit Sicherheit faul, was ich jetzt auf dieser Entfernung noch nicht erkennen kann. Da drüben ist so ein komischer Wachturm. Das heißt ja, dass da auch wieder Ärger wartet. Schreien in der Nähe. Ach nein, da wäre ich nie drauf gekommen. So, hoch mit dir, Bürsch. Gucken wir uns das Ganze mal von hier an. Was haben wir da? Jetzt ziehen wir mal die Ohren ein. Ninja-Angriff. Stärkster Bogen. Wache ausschalten. Nix war's mit Ninja. Ich sehe so nichts. Was ist das für eine bescheuerte Kameraeinstellung hier? Jetzt sehe ich wieder was. So, kommen wir der Sache näher. Hä? Okay. Scheibenkleister. Der trifft mich ein einziges Mal, ich bin am Arsch. Im Eimer, wollte ich sagen. Verdammt. Okay. Ich muss dieses Lager anders plätten. Ah ja, sehr interessant. Okay, die ich beim ersten Angriff gekillt habe, sind hin. Das macht die Sache ein wenig leichter.
Aber ich muss meine Angriffsmethoden noch ein bisschen verbessern. Eindeutig. So, jetzt nehmen wir erstmal einen geschmeidigen Feuerpfeil und braten denen mal den Kram hier um die Ohren. Nutzen jetzt die allgemeine Verwirrung mit einem Eispfeil. So, jetzt wird der hier verdroschen. Komm schon, ab ins Wasser am besten. Musst du hin. So, jetzt aufpassen, weil der mit Sicherheit auch wieder irgendwann auftaut. Wo willst du hin, Freundchen? Kannst du vergessen, Alter. Hui, hui. So, jetzt nochmal ein Eispfeil. Komm schon, komm schon. Hör auf, zickzack zu rennen, du Trottel. Na also. Als erstes klaue ich euer Fressen. Da steht ein Exalfoss im Wasser. Zack. Okay, mal gucken, ob wir dem auch ein bisschen einheizen können. Oh nein, meine Bombenpfeile sind... Oh, setzen wir ihn unter Strom. Mal gucken, was er dazu sagt. Feierabend. Okay. So, das Gras. Ach, guck mal hier. Exalfoss-Schwanz. Guck dir das an, da ist ein Weg. Oh. Weg mit Loch. Und Weg mit noch Exalfoss. Oh ja, komm. Mal gucken, was der sagt, wenn er Strom kriegt. Haben noch einen hinterher, weil es so schön war. Okay. Das sieht doch jetzt nach Ninja-Angriff aus. Ja, Wolski. Aber jetzt bloß nicht untergehen. So viele Dornen. Ach so, so viele Dornen. Ja, dann mal. Ach, falscher Knopf. Schon wieder. Ich bin echt so dämlich. Ich merke es. Oh, krieg auf den Knopf hin. Moment. Hatte ich nicht gerade Feuerpfeil ausgerüstet? Zack. Ja. Ja. Schön warm hier jetzt. Was haben wir hier? Zack, zack, zack. Stachelbucklanze. Oh, die lassen wir mal stecken hier. Naja. Es war nicht alles abgebrannt, aber wir kommen in den Schrein hinein. Und schon wieder Semrat-Schrein. Okay. Und schon wieder zeigt es mir Sonne an und es regnet. Also das geht mir auf den Keks. Ich hasse Regen. Zumindest dann, wenn ich hier irgendwo vorankommen will und eventuell klettern muss. Dafür brauche ich verschreckend einen Schluck Kaffee. Gluck, gluck, gluck. Saves the Earth. Rette die Erde. Na, hier gibt's Kaffee. So, was haben wir denn? Sag mal, ich hatte doch 10 Krogsamen. Warum hat mir der Maronus dann gesagt, ich hätte keine? Riecht der nicht mehr so gut? Also kann der nicht mehr so gut riechen? Was ist das denn? Ach du Schande im Urwald. Ah ja. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein bisschen Wasser auf dem Boden. Da drüben scheint so eine Art Schalter zu sein. Da scheint irgendwas zum Drehen zu sein. Kisten sehe ich mal überhaupt gar niemals nicht und gar keine. So, was fangen wir zuerst an? Hier drehen oder da drüben schaltern? Schalter drücken meine ich. Schaltern, ja, nee, ist klar. Mal gucken. Aha. Wenn sich das Ding so dreht, wie ich mir das gerade ausrechne, dann geht der Laser gleich. Oh, der geht drüber. Der ist so hoch. Aha. Okay. Nur ist Wasser.
Ja, nur ist Wasser. Aber jetzt ist da drüben irgendwie eine Kiste abgesoffen. Na egal. Schwimmen wir mal darüber und gucken mal. Und außerdem ist da dieses Tor zu. Naja, zumindest kommen wir bis an den Rand. So, was haben wir hier? Da haben wir ein Fass. Da unten ist ein Schalter. Okay, wenn das ein Eisenfass ist, ist das eine ganz einfache Sache. Was? Das kannst du hier nicht verwenden? Achso, sorry. was haben wir denn? So, wenn das ein Eisenfass sein sollte, dann sollte das jetzt hier auch untergehen. Ja, ein klarer Fall von Pfeifendeckel. Hallo? Da wollte ich hin. Na, ich bin so doof. Dann setzen wir doch mal ganz gechillt da so eine Eissäule hin. Hüpf. So, dann gucken wir mal. Ach, da steht auch noch eine Kiste da oben. So. Wenn ich den Laser jetzt bewegen könnte, müsste ich darüber, dann ist kein Wasser mehr da, komme ich nicht hin. Okay. Aber ich könnte das Ganze mit einem Pfeil eventuell erledigen. Dann kommt der Laser hier rüber, zerstört möglicherweise dieses Eisteil. Aber bis dahin sollte ich wieder oben sein. Nein, kein Feuerpfeil. Wuhu. Na, so schnell kann das doch unmöglich untergehen. Will das Ding mich vergackeiern? Ey, hopp, übertreib mal. Ich glaube, ich bin im falschen Film hier. Das geht aber schnell. Donnerwetter. Ich dachte, das Ding muss ich erst noch um die ganze eigene Achse drehen. Aber nix war's. Verdammt, das ist schwerer als ich dachte. Uiuiui. Schwerer als ich dachte hier. Da muss ich quasi schießen und springen in derselben Sekunde. So etwa, ha? Puh, so gar nicht so einfach. So. Zack, und hoch, und her, und ui. Und runter. Da-da-da-da-da-da. Und schreien geschafft. Hoppla. Das war übrigens gerade mein Handy. Und gleich nochmal. Ach, naja, wenn man vergisst, das Handy leise zu machen. Sollte ich das nächste Mal besser machen. Naja, gibt Schlimmeres. Dum, tududum. Genau genommen bin ich ja eigentlich dämlich. Okay, das wissen wir alle mittlerweile. Aber ich sollte mir mal vielleicht noch ein bis zwei extra Herzen holen und vielleicht noch ein bisschen Ausdauer. Naja, immerhin schon 16 Schreine. Okay. Und mit 10 Krogsamen müsste doch auch irgendwas gehen. Da sollte doch eine Vergrößerung der Taschen möglich sein. Och, uns regnet schon wieder. Das ist ja nervig. Wow. Erstens, die Steine da sehen cool aus. Zweitens, die Dornen da sehen nicht cool aus. Drittens, der stirbt. Hey, jetzt bleib doch hier. So. Mal gucken, schwimmt da noch wer im Wasser rum? Eigentlich nicht. Da hinten leuchtet irgendwas. Oh, schwer zu erkennen, was das sein soll. Das könnte sogar ein Schrein sein. Kann aber auch ein Lager sein. Man könnte ja da hochklettern, wenn es nicht schon wieder regnen würde. Moment mal. Ich habe doch den Schotter hier abgefackelt. Was soll der Müll?
Dann eben so. Zack. Geht doch. War doch ganz schnell erledigt. Das ist ja mal mies. So, ich hatte doch vorhin irgendwo einen Weg entdeckt. Wo war denn der? Ja. Hier, das sieht doch schwer nach Weg aus. Sehr schön. Jetzt hoffen wir noch, dass nicht gleich so ein Exalfoss um die Ecke kommt oder sowas. Und ich hoffe, dass auch die nächste Blutmondnacht noch ein bisschen auf sich warten lässt. Weil das wäre jetzt recht dumm, wenn sowohl die beiden, wie heißt das dann richtig, Exalfosse? Ja. Wenn die beiden hier da auftauchen würden, die ich daraufhin abgemurkst habe. Moment, wo ist der Weg? Ach so, bin ja schon an der Hand. Okay. Wäre blöd, wenn die wieder auftauchen. Und, was nehmen wir denn da? Ach, nehmen wir so eine. Das müsste reichen. Also für die Holzkisten auf jeden Fall. Okay, ein paar Pfeile. Verdammt. Den ganzen Krempel habe ich hier nicht mehr eingesammelt. Wie doof war das denn? Na egal. Mal gucken, ob die Dinger auch aufgehen. Ein Röstbarsch. Geröstet schmeckt er weniger fischig und füllt obendrein mehr Herzen auf als in rohem Zustand. Wenn das nichts ist. Ach, was haben die sich denn noch alles ausgedacht? Oh, Rubine. Warum renne ich da drum rum? Rubine sind eigentlich auch nicht schlecht. Dafür habe ich zum Beispiel die tolle Ninja-Rüstung kaufen können. So, ab und zu mal gucken, ob hier auch noch irgendwas drunter ist. Aber ich glaube, so ein, was ist das? Eine Fackel? Ach, Käse. Ich glaube nicht. Ah, eine Spurtkröte. Ich glaube nicht, dass ich hier noch so ein Kroggy oder sowas finde. Oh, Rubin. Ich sollte jetzt vielleicht nicht gerade in die Fässer reinkloppen. Oh, war eh nichts drin. Scheibenkleister. Okay. Turm. Oder da in die andere Richtung gucken, ob da noch ein Schrein ist. Ich würde sagen, Turm. Wenn ich da irgendwie hinkomme, das ist noch die große Frage. Ach. Ist ja bei diesem Wetter, was leuchtet hier? Achso. Das ist ja bei diesem Wetter gar nicht so einfach. So, da lang, da lang. Ich habe keine Ahnung. Da oben leuchtet noch ein Turm. Schaffen wir das hier rüber? Gute Frage, nächste Frage. Huh? Junge, du schwimmst, glaube ich, definitiv zu langsam für diesen Fluss hier. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche viel mehr Energie. Ich kann ja nicht mehr durch das bisschen Fluss hier schwimmen. Ach, sag bloß, ich sauf echt ab jetzt. Diese ganze Sache umgehen wir mal, indem wir nämlich uns hierher teleportieren, so kurz vorm Absaufen. ich hole mir jetzt erst noch aus. Einmal Ausdauer, einmal Herz. Und einen Schluck Kaffee. So. Also ich habe so das dumme Gefühl, Schreine sind somit das Wichtigste, zumindest am Anfang. Weil was will man mit 5 Herzen und dem bisschen Ausdauer groß erreichen? Geht eigentlich fast gar nichts. Also hole ich mir jetzt noch die beiden Sachen. Einmal Herz, einmal Ausdauer. Und dann geht's zurück zu dem Schrein, würde ich mal sagen. Ja? Oder hat irgendjemand eine bessere Idee? Selbst wenn. Ich höre eh nicht drauf. So. Na komm, flieg hin zu der Alten. So. Einmal beten. Ja, ich weiß. Also, einmal Herz. Herr Wolski. So sei es. Jupp.
bild mir ja immer noch ein, dass ich langsam besser werde. Aber vorhin, das war schon wieder ein Fail bei dem ersten Lagerangriff. Da muss ich noch ein bisschen feilen dran, würde ich sagen. Aber ich denke, wenn ich ein paar Herzen mehr habe, dann, du scheinst noch weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Ja, willst du haben, oder was? So, jetzt nehme ich mal noch einen Schluck Ausdauer. Wie sieht ein Ausdauercontainer eigentlich aus? Grünes Herz? Ein grünes irgendwas. Na gut, egal. Was kommt jetzt? Ein Viertelring? Ein halber Ring? Fleischwurstring? Wie ist das alles? Das war ja nicht mal ein Viertel. Sehr dürftig. Dann hätte ich doch lieber ein Herz genommen. Egal. Dann geht's jetzt mal ganz schnell zurück. Dahin. Zu diesem Schrein. Und dann gucke ich nochmal nach, wo der Turm war. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann Stopp. Und dann mache ich mich mal auf den Weg zum Turm im nächsten Part. Ja, ich glaube, das klingt vernünftig. Was haben wir denn hier noch? Kampf zu Pferd. Ich habe kein Pferd. Oder? Oder habe ich nicht irgendwo ein Pferd gekriegt und abgegeben? Na, ist ja auch wurscht. So, also, dann würde ich sagen, dann mache ich an dieser Stelle eine Pause, einen Schnitt, einen Cut, einen Tralala. Moment, den Turm habe ich schon. Wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Alter Daus. Wo ist er nun? Da, eventuell? Na, okay. Mit Blick auf diesen Turm verabschiede ich mich jetzt. Papa Noob sagt, tschüss, bis zum nächsten Part.